Varuna anrufen. Folge Varuna, hallo. Ja, hallo, ich wollte mal fragen, wie es ausschaut, wenn man... Ich möchte gerne was für den Bauhof beantragen. Beim Gemeinderat. Hä, was nochmal? Ich möchte gerne was für den Bauhof beim Gemeinderat beantragen. Ja, was wollen Sie denn beantragen? Warten Sie mal, ich mach mal gerade auf laut, der Neumann steht auch da, der ist auch im Gemeinderat. Ein Patent aufs Abschleppen. Dafür gibt's kein Patent. Oder dass wir das mal ausüben dürfen. Ich bin sowieso dagegen. Stellen Sie bitte einen förmlichen Antrag an den Gemeinderat, das heißt schriftlich. Ja. Danke, tschüss. Tschüss. Ich bin dagegen, der hat mich verpfiffen. Wegen was denn? Ja, weil angeblich ich ihn auch geschlagen hätte. Ach Gott, ey. Verdammt, ja. Nee. Zwei Männer hauen sich mal auf die Fresse und dann ist gut. So, ja. Also, du hattest mir, ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich einen Privatkredit von dir auch? Nee, gell? Nein. Ich muss mir gerade mal, wie viel Zinsen habe ich gezahlt? 6.500, gell? Moment. Vom Kredit, ich glaube 6,5. Ja, 6,5. Minus 6,5. Okay. Ich hätte Überlegung, ob wir da vielleicht, ob du mir da nochmal aus der Patsche helfen kannst. Ja. Und zwar habe ich mir tatsächlich überlegt, ob ich mir doch noch die Kartonproduktion holen soll. Wäre natürlich gut für dich, ne? Ja. Das Problem ist, die kostet halt so ein paar Kröten. Wie viel kostet die denn? Moment, ich muss mal gerade Taschenrechner. 33,552 mal 1, rechnen wir 1,2 oder 1,1? 1. Steuern drauf. 37. 37 nur? Ja, da könnte ich dir... Könnte dir sogar einen Deal anbieten. Okay. Es wäre, dass wir da 50-50 machen. Also von allen, vor allem, Moment, ich muss mal gerade ein paar Steuern noch überweisen, fällt mir gerade ein. $600 überweisen, so. Dass man 50-50 machen von dem Gewinn. Ja, können wir machen. Also je nachdem, wie es dir recht ist. Ja, können wir so machen. Okay. Überweist du mir dann? Dann gehe ich mit dem RaceX da mal vorbei und guck mir das ganze Ding an, ob das wirklich den Preis wert ist. Also 37.000. Jo. Wenn ich dich aus... Machen wir es so, wenn ich... also wenn ich dir die 37 ausbezahlt habe, ja. Wenn du die 37 hast, dann ist es damit abgegolten. Jo. Okay. Okay. Geld müsste auch schon angekommen. Jo, das gucke ich dann. Okay, super, dann danke ich dir erstmal recht herzlich. Bitte. Und jetzt muss ich mich um mein Fahrzeug wieder kümmern. Telefon. Volker Varuna, hallo? Hallo, Herr Varuna. Servus. Ich habe mir gerade mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Also ich bin gerade mal bei der Obstplantage mal am Schauen ein bisschen. Da steht ja Fertilizer. Geht auch Mist rein? Nee. Dünger ist Dünger. Okay, also nur Kunstdünger. Aber sie brauchen, glaube ich, auch Kompost dafür, kann das sein? Ja, Kompost, Fertilizer, also Kunstdünger und Paletten. Ja. Das macht ja noch niemand. Die kostet ja so laut, Tablet.
430.000. Ja, da kommen noch 10% der Steuern oben drauf. Ah ja. Da bräuchtest du nicht da auch dann bei der Molkerei oder wo bräuchtest die dann überall? Nur bei der Molkerei. Molkerei und Rest kannst du, also die Äpfel und Kirschen kannst du an die Molkerei liefern. Die werden dort zur Joghurtherstellung gebraucht. Ja. Aber sind natürlich auch frei verkäuflich. Achso, okay. Also, meint, sie können ja natürlich klug handeln, ja? Sie können sagen, Herr Hofer, wenn Sie mir nicht genügend zahlen, dann verkaufe ich an den Markt. Verstehen Sie? Ja. Muss ich ja nicht immer über den Tisch ziehen lassen. Aber glauben Sie, wäre das vielleicht eine Option, wenn man zum Beispiel, sag ich mal, mir würde, dass dieser, die ganze Anlage der, sag ich mal, der Gemeinde gehört, dass ich da sozusagen arbeite für die Gemeinde, dass dann eben die Produkte werden verkauft, ob an die Molkerei oder so, ist ja dann egal. Und ich, die Gemeinde bekommt das Geld und ich bekomme ein bisschen etwas fürs Arbeiten. Und das kann ja so lange gehen, bis ich dann einen Käufer für diese Anlage da dann gefunden habe. Wäre das vielleicht eine Option? Also Sie befeuern das ganze Ding? Ja, aber sag ich mal, mir gehört das nicht. Und das Geld, das angeht, geht an den, sag ich mal, an die Gemeinde. Und mir bekomme auch ein bisschen etwas fürs, dass ich es betreibe. Moment, ich muss mal gerade. Ich rufe Sie gleich zurück. Jo. Gut, tschüss. Tschüss. Ihr bleibt stehen. Ich bleib stehen. Hallo? Stehen bleiben. Ey, pass Hallo? Auf, die haben eine Knarre hier. Die haben eine Knarre. Ey, Varuna und ihr Racer, jetzt gehen sie sofort in Sicherheit. Was ist hier los? Herr Racer, alles okay, darf man weiter? Die Knarre weg. Guten Tag, was ist passiert? Ey, mein LKW. Mein Traktor. Nein, Julia, nein. Nicht dein Ernst. Oh, was ich... Oh, nein! Also am LKW nein. Ist kein Schaden. Herr Razex. Kein Schaden. Nein. Sie hat mich... Herr Razex! Ja, hier, etwas ruhiger, bitte. Am Trecker, der hat die Kontrolle gewischt. Am Trecker ist auch kein Schaden. Sind also hier ist erkrankt? Kein Schaden bei einem Unfall. Nein! Also, kann mir jetzt mal irgendjemand... Ja, der Herr Stromberger, der sitzt in dem Polizeiauto drin, war der drin. Ja, Jürgen, ich dachte, ich soll schnell kommen und wenn da ein Fahrzeug unabgesichert auf der Straße steht... Dieses Fahrzeug hat einen Warnblinker angehabt. Hat ihn immer noch an. Zum Glück ist kein Schaden entstanden. Natürlich, die ganze Front ist verbogen. Herr Stromberger. Das ist eine Stahl- Leon, wir tragen den Herr Stromberger. Ich muss mal ganz kurz woanders hin. Oh. Die Seitentüre von dem RTW kannst du auch nicht mehr aufmachen. Drei. Und hoch. Oh nein. Hä, wieso bitte? Herr Stromberger. Ja. Wir heben sie jetzt hoch in den Rettungswagen. Ja. Eins, zwei, drei. Die Seitentüre kann man nicht mehr aufmachen. Hey, die ist verklemmt. Die kriegst du nicht mehr auf, ey. Ich mach mal hinten auf. Jürgen. Oh, der RTW auch noch! Jürgen, du Aua, da kann man nur noch den Kopf gegen den Reifen klatschen, ey. Boah, nee! Herr Stromberger. Ach so. Wo ist denn der Herr Stromberger jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Volker. Fabian? Oh, nee. Der sitzt schon drin. Oh, nee. Fabian? Aber vorne drin. Fabian? Nein, Julia, John Deere, ey. Du kommst jetzt hier. Ja, okay, dann behandeln wir die Scheiße. Albert, kannst du mal auf die Verbindungsstraße zwischen Bauhof und Händler kommen? Soll ich mit dem Golf kommen oder mit dem... Ja, mit dem Golf bitte. Traktor ist nicht mehr fahrbereit. Ja. Gut, bis gleich. Ja. Tschüss. Ja, wir kommen. Ich hol jetzt hier gleich die letzten Zutaten, dann... Ja, rein, komm her! Irgendwie ist die Waffe dabei.
schlag dir die Waffe und. Schützen Sie mal wieder falsch, Herr Strom. Herr Stromberger, versuchen Sie es von hinten. Volker, das tut das mir so nicht. Unendlich leid, ey. Ja, davon kann ich mir auch nichts kaufen. Herr Waruna, es tut mir wirklich leid. Boah, das macht der Julian auf jeden Cent zurückzahlen. Ja, hier ist ein bisschen ausgekleidet, da können Sie sich hinlegen. Ich habe hier noch ein gutes Geld von der Polizei. Bin ja froh, dass hier, das Abschleppunternehmen gerade da ist, gell? Ja. Julian, direkt aufsatteln die Kiste, Alter. Ich werde alles noch. Ich werde den Trecker heute noch machen. Egal, sie bleibt jetzt einfach da, wo sie sind. Sie bekommen jetzt Sie bekommen jetzt eine. Ich hol dir den Anhänger mit. Jo, Volker. Ich hab schon abgekoppelt. Boah. Jürgen. Nee. Jürgen. Boah. Du geh mir heute nicht mehr auf den Sack. Boah. Nee. Nee, funktioniert. Das ist. So, Herr Stromberger. Oder Leon, kümmerst du dich? Ja, ja, ich kümmere mich um ihn. Ja. Oh, nee, ich guck dir mal an, wie das ist. Ach, nee. Ja, mach bloß mal. Fronthydraulik am Schleifen, wie so. Also, Herr Stromberger, können Sie mir mal beschreiben, was passiert ist? Jürgen, du bist doch bei der Auto und Schiebung. So halblos. Okay, wo tut's Ihnen ungefähr weh? Überall. Ja, das ist nicht so gut. Ich war bei der Polizei, Herr Müller. Oh, nee. Dann taste ich Sie mal kurz. Ah, an. Das juckt mich. Herr Müller, haben Sie mal kurz eine Minute? Achtung, mal bitte auf die Seite. Herr Müller? Herr Müller? Ja. Noch ein Stück. Langsam. Stopp. So ist gut. Stopp. Warten Sie kurz. Jetzt. Warte. Ja, Herr Müller. Was ist ein Stopp nicht zu verstehen? Was? Sie waren noch in einem Rettungswagen. Ja, weiter. Vorwärts, vorwärts. Oh, das hat nochmal ordentlich gekratzt hier, aber... Ich krieg die Krise mit dem doch. So eine Art von Asthma oder so hat. Da kennt man den auch. Nee, also da musst du auf jeden Fall einen neuen Halter für einen Spanngurt anbauen. Anschweißen. Herr Müller? Och, nee, ey. Darauf kann man nur den Kopf auf den Tiefler hauen, ey. Jürgen? Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Nee. Mach dich fort, schwing dich weg, mach die Karre fertig. Oh, nee. Lukas? Fährst du dann RTW hoch und ich nehme wieder das. Herr Una, wollen Sie mitfahren? Ja, ich nee, ich werde abgeholt. Gut. Hey, Herr Müller, haben Sie gesehen? Jürgen. Ja, ja, ich werde abgeholt. Gib's mir dann Bescheid, wenn das Ding fertig ist. Ja, danke. Und bis dann. Ciao. Ende. Ich krieg die. Da geht mein schöner Johnny dahin. So, jetzt warte ich gerade mal auf den Albert. So aufgebracht waren. Keiner mit Disziplin. Hallo? Ja, hallo. Hallo, ist sie da? Ja. Oh. Leon? Ich habe gerade mal die Batterie abgeklemmt von dem Polizeiauto. Ja, das ist ganz gut. Ja, ich habe mich auch gerade schon um die Betriebsflüssigkeiten gekümmert, die sind auch ausgelaufen. Ja. Aber irgendwie geht die Lampe noch. Moment. Nein. Ja, das war der falsche Knopf. Ja. So. Leon! Okay. Ja, was denn? Gut, ich werde dann auch abgeholt. Bis dann, kommst tschüss. Du dann bis dann. Hoch? Also kommst du dann gleich zur Feuerwehr? Ja, ich muss mich halt noch kurz um die... Ja, so, warte mal, ich laufe dem mal ein bisschen entgegen. Irgendwie hat er, glaube ich, ein paar Schwierigkeiten hier. Stopp! Servus!
Bus. Was ist los? Die dürfen so weiterfahren. Was ist denn passiert? Ah. Die Polende ist da hinten. Hast du einen Blinker an? Nee, warte mal. Machen wir gerade einen Blinker an. Die Polende ist da hinten von der Straße abgekommen. Dann habe ich angehalten, um erst um zu helfen, weil der Racex stand schon da. Ja, dann stand ich da mit Warnblinker. Dann kam von vorne der Bauhof oder beziehungsweise das Abschleppunternehmen und frauscht mit Minimum 50 Sachen in den Tracker, in den Johnny rein vorne. Schön. Ja, der ist jetzt erstmal beim Bauhof. Freut sich jeder Chef darüber. Jo, naja. Komm mal rein hier. Jetzt rein mit Y, ne? Shift Y. Okay. Glaube ich. Ja. Jetzt bin ich dran. Drück mal N. Nochmal. Jetzt sitzt du richtig. Vollkart. Da ohne. Drück mal bitte auf die Freisprecheinrichtung. Folge Varuna, hallo? Ja, ich wollte Sie informieren, dass Ihr Dreck jetzt schon mal fertig ist. Da war nur der eine Frontkopf drüber. Okay, ich komme vorbei und guck's mir an. Aber ich sage Ihnen, wenn der nicht ordentlich gemacht ist, dann kriege ich noch ein bisschen Stundenausfall. Och nö. Ja, kriegen Sie. 15 Euro. Wie viel? Nee, ich komme gleich. Bin gleich da. Ja. Gut, tschüss. Und deine Anhänger begebe ich mich jetzt. Ja. Türkische Reparatur hier. Zack, zack und die Valve hier, ey. Als ob. Jetzt lasse ich den nicht durchgehen. Uppala. Geht ein bisschen sehr schnell, wa? Ja, das ist ein bisschen zu schnell. Das ist bestimmt türkisch mit Klebeband und Kaugummi. Hauptsache, der fährt erstmal, dass er der einzige Traktor, der große Traktor, der in Gebrauch ist, nicht? Nee, die sollen das ordentlich machen, ey. Ich habe keinen Bock, dass die hier schlampern. Der Ach, ja. Ja, der Hänger auch, den hat es dann gegen den RTW geprügelt. Wittersteuerung Y oder so. E. Hallo, die Herren. Wobei, dann kann es sein. Ah, ja. Hallo. Hallo. Ja. Moment, ich. Jürgen? Wo ist es? Hallo. Also zu viel Farbe geschnüffelt. Hallo? Ja? Wo bist du denn? Ich bin verwirrt. Ich bin bei der Dieselproduktion. Ist alles in Ordnung? So, jetzt, so. Hier, halt. Ja, gucken Sie hier, ich habe hier den Zylinder neu und alles. Also von daher passt wieder von. Ne, die Motorhaube muss aber auch nachlackiert werden. Sind ja auch Kratzer drin. Wo denn, auf welcher Seite? Auf beiden. Gucken Sie mal hier, wenn ich hier jetzt ein bisschen den Dreck abmache, dann sieht das schon wieder ganz anders aus, dass alles von Dreck da drauf ist. Also ich bin nicht zufrieden, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ja, da sind nur noch ein paar Kratzer. Ja, die paar Kratzer waren aber vorher nicht da. Wo sind sie jetzt schon wieder hin? Ja. Wo ist der denn? Alter, da geht eine Beschwerde raus an den Racex. Herr Richter, also ich sag's Ihnen. Beschwerde geht an den Racex raus. Warum denn das? Tschüss. Nee, machen Sie das ordentlich oder lassen Sie es sein? Ich hab's ordentlich gemacht. Guck nee, Sie haben gerade gesagt, das sind nur ein paar Kratzer. Ja, natürlich sind da nur ein paar Kratzer. Dann machen Sie es ordentlich. Ich hab gesagt, das ist ein bisschen Dreck, der da oben drauf ist, statt den Kratzern. Wenn man den jetzt einmal vernünftig sauber macht, nur da haben wir hier leider keinen Kärcher für. Jetzt ist der schon... Bleiben Sie jetzt einfach mal stehen, verdammt. Ja. Also, machen Sie das ordentlich und dann ist gut. Ja, ich muss ja kurz den... Jürgen anrufen wurde, wir einen Kärcher haben. Alter, keine Ahnung, der Typ. Gehört auch dazu, ne? Das ist Service, ne? Natürlich. Richtig. So, und hier ist die Aufnahme verbogen von dem Spanngurt. Von der Spanngurthalterung. Können Sie auch, können Sie neu anschweißen.
Bin mal gespannt, ob er das dann macht. Die letzte Halterung. Ah, naja. Ja, na gut. Das wird dann nicht so lange dauern, ne? Na, bei denen weiß man nie. Weiß nicht. Ui, hat er eine Kerche gefunden, ne? So wie es aussieht. Aber an dieser Stelle bedanken wir uns fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaut gerne nächste Woche wieder rein. Oder morgen bei Real Farming Alice 19 meets Reality. Haut rein, macht's gut. Tschüss.